Das ist er, der Big Boy 2000. Schauen wir uns an, was er kann, denn das ist hier eine Spezialedition, nämlich für die Wildnis. Es ist auch eine Gebrauchsanweisung mit dabei, wichtig zu lesen, denn so eine Zugsäge kann man bei falscher Handhabung kaputt machen. Und im Lieferumfang ist diese Tasche mit dabei. Ich finde das sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Gibt auch hier eine kleine Öse, da könnte man vielleicht, vielleicht einen Karabiner einhängen. Wenn man das am Rucksack so montiert, wird das hin und her pendeln. Naja, vielleicht werden wir auch für den einen Holster bauen. Billige Eigenwerbung für den Silky Pocket Boy. 130 und 170 haben wir nämlich sowas bei uns im Shop. Aber das war jetzt billige Eigenwerbung. Nein, im Ernst, die Tasche ist absolut in Ordnung. Nylon mit einer Innenbeschichtung, also fürs Transportieren absolut ausreichend. Zur Säge selbst, klassisch Silky, aber hier in dieser Wildnis-Version ist es mit einem Korkgriff. Ob der jetzt wirklich besser wird, werden wir rausfinden. Geschwärzte Säge. Ob die Beschichtung drauf bleibt? Also ich glaube eher, die wird relativ rasch rausgehen, aber sei es drum, wir werden sehen. Leicht gebogen. Dadurch beißt es noch viel besser durchs Holz, da bin ich mir auch sicher. Das Einzige, was mir ein bisschen stört, ist, dass die Sägezahnung nicht ganz einrastet. Das ist vielleicht ein Thema, wenn man nicht ganz aufpasst, aber im Großen und Ganzen ist auch das kein Problem. Ich würde sagen, wir sägen, legen wir los. Zur Sicherheit immer Handschuhe anziehen. Während des Arbeitens ist mir gleich eines aufgefallen, und zwar, ich säge hier und ich filme ja, das heißt, ich lege ab und probiere noch einmal und mache viele Perspektiven, auch für unsere Shorts und so weiter. Und schau mal, wie es da ausschaut. Das ist der Untergrund und ich finde momentan die Säge nicht. Wirklich? Die liegt hier hinten, da habe ich sie abgelegt. Und natürlich findet man das jetzt wieder, weil ich ja wusste, dass in diesem Umkreis ja, das Teil liegen muss. Aber wenn du es verlierst, weil sie runterfällt oder du ein größeres Terrain hast, wo du gearbeitet hast oder wo du sie vielleicht verloren hast, hier im Gelände. Das sieht man halt nicht so toll und auch mit dem geschwärzten Sägeblatt, das fällt halt nicht auf. Also eigentlich ist das keine Wilderness Edition, sondern eine Military Camouflage Edition, eigentlich. Nicht ohne Grund haben wir einen eigenen Feuerstahl, unseren XL-Feuerstahl, auch in Orange rausgebracht, weil da ist das genau dasselbe. Sowas verliert man leicht. Naja, nach einer halben Stunde Arbeit, was natürlich nicht aussagekräftig ist für eine Langzeiterfahrung, die gibt es übrigens bei mir am Kaufberatungskanal. Schau mal bei reinirossmann.com vorbei, da siehst du alle Kanäle. Es gibt nämlich auch einen stillen Kanal und dort siehst du mich nicht reden, sondern nur sägen. Schau dir das auch an. Das Sägeblatt ist absolut abartig. Es geht so einfach durch, das ist schön. Und ich kann jetzt auch mal überhaupt nichts erkennen, dass diese Beschichtung irgendwie sich entfernen würde, sich lösen würde. Überhaupt nicht, tut es auch nicht. Die Biegung finde ich total angenehm, sehr, sehr gut. Das beißt sich richtig schön ins Holz hinein. Auch die Sicherheit ist gegeben, da gibt es mal überhaupt nichts. Außer eben das Kleine hier, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt zwei Einstellungen, die Standardeinstellung, mit der ich jetzt gearbeitet habe, aber du kannst es noch ein bisschen schräger stellen, dann ist das Ganze hier so eingerastet. Ja, wahrscheinlich, wenn man von oben nach unten arbeiten muss, eine sehr, sehr angenehme Sache. Also Silky ist sowieso ein Wahnsinn. Der Big Boy hat einen großen Vorteil, und zwar, wenn du einen Rucksack hast und den mit dabei, dann ist Feuerholz machen überhaupt kein Thema. Der Big Boy ist so ein Zwischending zwischen einem normalen Pocket Boy, einer Handsäge, und einem Katana Boy, also einem richtig großen Schwert, dass man halt nicht so einfach in einen Rucksack packen kann. Das ist hier bei dem Big Boy anders, der passt in so gut wie jeden Rucksack rein und der Spaß kann losgehen. Ich mache ja hier ein bisschen Feuerholz, ein bisschen Brennholz. Ich bin hier im Buschkraftareal auf aldola.at und ich darf das hier, ja, ich darf das. Und wenn du damit einem Rucksack unterwegs bist und diesen Silky Big Boy, dann kannst du genug Holz für den Ofen herstellen. Aber nur, wenn du wirklich darfst. Ich möchte es nochmal dazu sagen. Aufpassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kaufempfehlung, ja oder nein? Auf jeden Fall. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, ich würde mir das nächste Mal nicht diese Outback Spezial Edition besorgen, sondern die mit einem gelben oder orangen Griff. Warum? Das findet man am Waldboden deutlich besser als das Teil hier. Aber das entscheidest du. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Teil ist absolut großartig. Ich gebe dir den Link, wo du es bekommen kannst. Schau unten mit vorbei. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kaufst du eines von meinen Produkten in meinem Shop und denk einfach dran. Es gibt einen guten Grund, warum Sägen erfunden wurden.